Gänsehaut. Ihr Lieben, nehmt euch in Acht. Das Unheimliche kommt nicht nur bei Nacht. Und wo ist das Camp? Hallo Sie, was machen Sie denn mit unserem Gepäck? Vorsicht, das Glas drin. Wo sind wir hier? Was machen Sie denn da? Hier ist doch nicht Camp Nightmoon. Wir sind mitten in der Wildnis. Wohl eher Camp nirgendwo. Was soll's? Ist was mit dem Bus? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hey. Und hier kommt uns einer abholen, ja? Nicht. Der Busfahrer hat uns hier ausgesetzt. Vielleicht so ein Psychopath. Hier kann es doch kein Mensch finden. Du bist vielleicht eine Memme. Hey, immer mit der Ruhe, Leute. Na? Habt ihr das gesehen? Was war das? Wüsste ich auch gerne. Bleibt zusammen und nicht weglaufen. Sei vorsichtig, Billy. Wo will er denn hin? Modernste Technik. Damit kann man es vertreiben. Hi, ich bin Onkel L. Der Campdirektor. Tut mir leid, falls ich euch erschreckt haben sollte. Aber wir haben hier eine Menge wilder Tiere. Also immer schön vorsichtig. Was war das für ein Tier? Das war Saber. Wer ist Saber? Nicht wer, sondern was ist Saber? Solange ihr euch an meine Regeln haltet, passiert euch gar nichts. Okay, nehmt eure Taschen, es geht los. Es ist eine Meile zu laufen. Nein, hier ist auch noch ein Lauf. Warst du schon mal in dem Camp? Nein. Sonst musste ich in den Ferien immer zu Verwandten. Meine Eltern sind oft weg. Was sind die beiden? Bankräuber? Sie sind Wissenschaftler und müssen oft auf Forschungsreisen. Das ist ja doof. Ach, geht so. Ich habe mich dran gewöhnt. Wenigstens muss ich diesmal nicht zu meinen Verwandten. Wir haben ganz viele Ferienlager angeschrieben. Camp Nightmoon war das Beste. Ja, wird bestimmt gut. Also ich bin Dawn. Und ich Billy. Okay, alle Mädchen gut zuhören. Euer Camp liegt eine halbe Meile dort diesen Weg entlang. Das ist Martha, eure Betreuerin. Also los, nicht so schlapp! Achtet auf eure Füße. Vorsicht! Wir wollen doch nicht, dass sich am ersten Tag schon einer den Fuß bricht. So, Jungs, und ihr kommt mit mir. Jungs! Willkommen im Camp Nightmoon. Bevor ich euch auf die Schlafräume verteile, müsst ihr unsere Hausregeln kennen. Erstens, es ist nicht erlaubt, nachts aufzustehen und draußen herumzuschleichen. Wer tut denn sowas? Zweitens, das Mädchencamp ist absolutes Sperrgebiet, verstanden? Schlagt euch das Thema Mädchen aus dem Kopf. Sehr gut. Hab sowieso mein Deo vergessen. Drittens, Schlafzeit ist 9. Aufgestanden wird 6. Und die letzte Regel ist mit absoluter Sicherheit die wichtigste. Jeder von euch schreibt einen Brief an seine Eltern. Und zwar täglich. Okay, das war's. Wenn ihr euch an die paar Regeln haltet, wird das die beste Zeit eures Lebens. Ja! Hört sich gut an. Was ist das, Onkel L?
Die verbotene Hütte. Wieso heißt sie verbotene Hütte? Na, weil sie euch verboten ist. Und ihr geht da nicht rein. Sonst noch Fragen? Gut, dann können wir endlich zur Sache kommen. Das Begrüßungslagerfeuer ist um 19 Uhr. Was? Hier sollen wir schlafen? Wer redet denn von schlafen? Wir bleiben einfach auf. Wow, mach diesen Krach leiser. Sieh an, Kekse von Mom. Genau genommen von Daddy. Hier, bedien dich. Mhm, danke. Mike, du musst nach unten. Saber hat Hunger. Hey, wer ist dieser Saber? Keiner weiß was Genaues, aber letztes Jahr soll er 3 Kinder erwischt haben. Du machst Witze. Nein. Ah, ouch, ah, was ist mit dir, Mike? Keine Schokolade auf den Keksen? Ah, eine Schlange! Sie hat mich gebissen! Greif dir ein Ende! Von der Schlange? Vom Laken! Jay, mach das Fenster auf! Nun mach schon! Es tut richtig weh! Ich brauche eine Krankenschwester! Oder noch besser einen Arzt! Hört ihr? Na klar, Mike. Mach dir keine Sorgen. Na komm. Wer hat das Laken aus dem Fenster geworfen? Ja, da bist du unser Betreuer? Ah, ihr nennt mich Larry. Larry, Mike hier braucht einen Arzt. Ja. Wieso wirfst du ein sauberes Laken aus dem Fenster? Wir haben eine Schlange drin gefangen. Sie hat Mike gebissen. Hier. Oh, ich hab grad gegessen. Willst du, dass mir schlecht wird? Geh es auswaschen. Ich werde mal einen Verband suchen. Hey. Einen Verband? Wir müssen das Gift rausholen. Wir müssen doch was tun. Ach, du weißt mehr über Schlangen als ich, ja? Der Rest macht sich fertig. Das Lagerfeuer fängt gleich an. Ich will zu einer Krankenschwester. Welche Schwester? Gibt sie etwa keine? Natürlich nicht. Glaubt ihr, das hier wäre ein Camp für Mimosen? Wasch dem Baby den Arm ab und dann verbindet ihn. Er wird's überleben. Night Moon, oh Night Moon, im Feuer brennt das Holz. Night Moon, oh Night Moon, die Herzen voller Stolz. Die Nullen und die Schwächlinge, die sind bei uns verhasst. In Nacken sind nur Männer, für Angst ist hier kein Platz. Gleich nochmal! Night Moon, oh Night Moon, die Feuer brennt das Holz. Night Moon, oh Night Moon, die Herzen voller Stolz. Senf gab's leider nicht. Ich hab sowieso keinen richtigen Hunger. Und, was macht die Hand? Wenn es mal nur die Hand wäre. Ich hab kein Gefühl mehr in der rechten Seite. Du musst dringend zum Arzt. Hey! Sag mir deinen Namen, Junge! Billy. Du hast gesprochen, während wir das Camplied gesungen haben. Und das ist streng verboten! Was ist denn so wichtig? Mikes Arm ist angeschwollen. Er braucht einen Arzt. Einen Arzt? Eine Schlange hat mich gebissen. Wer ist dein Betreuer? Larry. Larry, wieso wurde ich davon nicht unterrichtet? Ja, wieso typisch nicht? Larry. Wieso hast du es ihm nicht erzählt? Zeig mir deinen Arm. Au! Gut. Das ist gut. Dein Arm ist also nicht taub. Der Arm tut ganz schön weh. Ich weiß. Ich bin hier seit 23 Jahren der Direktor und habe schon alle möglichen Bisse gesehen. Ist nicht schlimm. Doch nur eine Mimose. Versprochen. Morgen früh tut's nicht mehr weh und die Schwellung ist bis dahin auch weg. Wirklich? Kannst du mir glauben? Eben war ich böse auf Bill. Dabei hat er nur versucht, einem Freund zu helfen. In Camp Night Moon sollt ihr lernen, euch umeinander zu kümmern. Und das macht Billy in meinen Augen zum heutigen Camper des Tages. Ja! Yeah. Hey. Billy, lebe hoch! Hurra! 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 Ja! Yeah.
Hey, wartet mal. Alles klar, Mike? Ja, es geht so. Was zu essen wäre schön. Oh, hey. Ich glaube, ich hab ein Marshmallow. Ah, das habe ich gerade vom Weg aufgehoben. Seht mal, was da ist. Die verbotene Hütte. Oh ja, die müssen wir uns ansehen. Seid ihr dabei? Ach, ich weiß nicht. Lieber nicht. Willst du etwa sagen, dass unser Camper des Tages ein feiges Huhn ist? Boah, ich bin kein Feigling. Hey. Billy will morgen wieder Camper des Tages werden. Hey, so ein Quatsch. Ich glaube nur, dass es keine gute Idee ist. Ich will ja kein Spielverderber sein. Aber es tut ganz schön weh. Ist das etwa schon morgen? Da, wo ich herkomme, nicht. Hey, wo ist Mike? Vielleicht sammelt er draußen Marshmallows ein. Sein Bettzeug ist auch weg. Hat er bestimmt vernascht. Gefressen. Seht euch das an. Seine Schublade ist leer. Was haben Sie mit ihm gemacht? Zeig mal. Was ist denn los für uns? Mike? Mike! Ich brauche einen Arzt. Es tut richtig weh. Mike? Wer sind Sie denn? Du und dein Bettgenosse, bewegt eure Arsche jetzt ganz schnell ins Haus. Wo ist Larry? Ich muss mit ihm reden, wir vermissen einen Jungen. Larry frühstückt gerade. Er hat mich hergeschickt, um euch zu holen. Und wenn ihr ein Problem habt, dann klärt das mit ihm und jetzt vorwärts. Na, das sieht ja aus. Larry, Mike ist verschwunden. Na sowas, unser gestriger Vorzeigecamper. Warum sitzt ihr nicht auf euren Plätzen? Wo ist Mike? Ich möchte verdammt nochmal in Ruhe frühstücken. Geht an euren Tisch. Geht es ihm gut? Alle seine Sachen sind weg. Hat Onkel Ali nach Hause geschickt? Ja. Möglich wär's. Vergiss es, Billy. Lass uns gehen, komm. Erst will ich wissen, was mit Mike los ist. Meine Güte, Larry. Dieses Jahr hast du die Pfeifen. Wo ist er, Larry? Mike ist nicht hier, Billy. Also ist er vermutlich irgendwo anders. Kann ich jetzt meine Ruhe haben? Onkel Al hat ihn bestimmt nach Hause geschickt, so wie sein Arm aussah. Aber warum erzählt er uns das nicht einfach? Vielleicht dürfen die Betreuer über Unfälle nicht reden. Genau, wir könnten ja Albträume davon kriegen. Hört mal her, Jungs, das Frühstück ist hiermit beendet. Wer von euch spielt gerne Baseball? Ja! Yeah! Na dann los! Yeah. Komm schon, Billy. Der Typ ist einfach das Letzte. Nicht ärgern, Billy. Komm, lass uns lieber spielen. Schneller! Schneller! Sicher? Ja! Schlag, Mann! Los, Billy, zeig's ihm! Worauf wartest du denn? Wer ist das? Das ist der von heute Morgen. Was ist? Worauf wartest du? Na, mach schon, Billy! Weißt du, was mit Mike ist, Onkel Al? Mike?
Welcher Mike? Den die Schlange gebissen hat. Ach ja, der kleine blonde Junge. Ja. Spiel einfach Baseball, okay? Du musst dir keine Sorgen mehr um ihn machen. Du bist hier, um Spaß zu haben. Hör auf zu diskutieren und spiel endlich. Auf Position, Billy. Nun mach schon. Zeig's ihm, Billy. Wetten, das wird ein Strike? Strike! Aber... Na los, Billy, schlag mir einen Home Run. Ja, bring ihn nach Hause. Schneller, Billy, schneller! Auf, lauf, lauf! Los! Du bist das, mein Junge. Hey, du spinnst wohl ein bisschen. Das war absolut sicher. Sicher am dritten Mal. Was? Er hat den Wurf geschlagen. Und jetzt wirf. Larry! Position! Also los! Ich warte! Lauf! Colin? Er hat ihn am Kopf getroffen. Was kann ich dafür? Er lief genau auf der Baseline. Er ist mir aus der Hand gerutscht, Onkel L. Ist schon gut, Larry. Es ist nicht deine Schuld. Wie heißt denn der Junge? Colin. Vielleicht hat er eine Gehirnerschütterung oder sowas. Ach, der ist in Ordnung. Steh auf! Alles okay, ein bisschen Eis auf die Beule tut's auch. Billy, du hilfst ihm. Und danach findet ihr euch bei der Fahnenstange ein. Und zwar beide, verstanden? Ihr zwei dürft die Zelte aufbauen. Heute Nacht ist Überlebenstraining dran. Das ist Tradition in Night Moon. Jede Nacht schläft eine Gruppe von euch draußen im Zelt der Natur ausgesetzt. Na, das kann ja was werden. Gruppe 4, ihr habt die Ehre. Liebe Mom, lieber Dad, ich vermisse euch sehr und hoffe, dass alles in Ordnung ist. Mir geht es gut, aber das Camp ist etwas merkwürdig. Hier gehen seltsame Dinge vor. Larry, mein Betreuer, ist ein Blödmann. Onkel Al, der Direktor, ist ganz nett. Vielleicht liegt es ja auch an mir, weil ich zum ersten Mal mit fremden Kindern zusammen Ferien mache. Ich hoffe, eure Arbeit geht gut voran. Ich liebe euch, Billy. Billy! Hey Mann, nimm die Lampe runter. Es ist klasse da draußen. Na komm schon, Billy, wir brechen ein paar Regeln. Die verbotene Hütte wartet auf uns. Ihr wollt wirklich in die verbotene Hütte? Aber sicher, das ist die Gelegenheit. Und was ist mit ihm? Ich bleib lieber hier. Ihm geht's gut, jetzt komm schon. Nein, ich lasse ihn nicht allein. Dann eben nicht. Na los, gehen wir. Es hat Roger in Stücke gerissen und uns wird es auch holen. Okay, ganz ruhig. Du warnst die anderen, ich hole Colin. Vergiss Colin, Mann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tu, was du für richtig hältst. Billy! Colin, wir müssen hier verschwinden. Saber kommt. Beeil dich, wir müssen weg hier. Saber hat Hunger. Hilf mir. Los, Jay, hoch mit ihm. Mach schon, schnell. Beeil dich, schneller. Los, Jay, hoch mit ihm. Er kommt. Schnell rein, schnell.